Aufpassen 4. In dieser Passübung trainieren wir das Spiel über den dritten, offene Stellungen und das Doppelpassspiel, sowie das richtige Timing der Freilaufbewegungen. Baue dazu ein Hütchenquadrat von ca. 15 Metern Seitenlänge auf und verteile die Spieler wie folgt. Jeweils zwei Spieler unten links und oben rechts, jeweils einen Spieler an die beiden anderen Hütchen und zwei Spieler in das Zentrum des Vierecks. Der Spieler am rechten Hütchen löst sich schräg seitlich vom Hütchen weg und nimmt dabei eine offene Stellung zum zentralen Spieler ein. Er erhält das Zuspiel ebenfalls in die offene Stellung und spielt anschließend mit dem gegnerfernen Fuß, also mit dem linken, einen Doppelpass mit dem entgegenkommenden zentralen Spieler, bevor er den Ball zum Spieler am nächsten Hütchen passt. Von dort aus spielen die Spieler den Pass über den dritten Spieler am nächsten Hütchen. Hier startet die Passkombination von neuem. Variante. Und nun spielen wir die folgende Kombination. Hier trainieren wir besonders das Timing der Freilaufbewegung und den Zeitpunkt des Anbietens in die Tiefe.